Hi zusammen, Florence hier. In Sachen Masturbation gibt es viele Vorurteile. Manche meinen, man würde dumm, blind oder taub. Und früher glaubte man, Masturbation würde Krankheiten übertragen, wie Tuberkulose oder Pocken zum Beispiel. Auch heute meinen noch viele Menschen, dass Selbstbefriedigung schlecht für die Lebensqualität ist oder sogar für die Gesundheit. Daraus ist mittlerweile eine ganze Bewegung entstanden von größtenteils Männern, die Orgasmen vermeiden. Was ist da dran? Oder anders gefragt, wie schädlich ist Selbstbefriedigung? Im Tierreich ist Masturbation weit verbreitet. Delfine zum Beispiel reiben sich mit ihrem Geschlechtsteil am Sand. Schimpansen nutzen Holzstückchen dafür. Und auch Hunde, Elefanten, Pinguine und Vögel wurden bereits dabei beobachtet. Masturbation ist im Tierreich jedoch nicht nur für das eigene Vergnügen da, sondern auch für andere Sachen. Kleine männliche Meerechsen zum Beispiel stimulieren sich kurz vor der Paarung, um dann schneller ejakulieren zu können, da sie häufig von größeren Artgenossen weggestoßen werden. So erhöhen sie ihre Chance, ihr Erbmaterial doch noch weiterzugeben. Orang-Utan-Weibchen wiederum masturbieren in der Nähe von Männchen, um so Sex zu initiieren. Und das südafrikanische Borstenhörnchen befriedigt sich nach dem Sex, um so Krankheitserreger mit dem Ejakulat herauszuspülen und sich vor Geschlechtskrankheiten zu schützen. Masturbation hat also Vorteile sowohl für die Fortpflanzung als auch für die Gesundheit. Auch bei uns Menschen ist sie weit verbreitet. Unter den Deutschen masturbieren ca. 90%. Dennoch liest und hört man immer wieder von hauptsächlich Jungs und Männern, die sich für genau das Gegenteil stark machen. Das Ganze startete 2011 mit einer Diskussion im Internet. Damals beschloss der US-Amerikaner Alexander Rhodes, auf Masturbation zu verzichten. Den eigenen Angaben nach tat er es nämlich zuvor bis zu 6 Mal täglich. Dann entdeckte er eine Studie von 2003, die hatte gezeigt, dass das Testosteronlevel im Blut nach einer einwöchigen Abstinenz bei Männern um 145% steigt. Testosteron ist ein Sexualhormon. Es ist zum Beispiel wichtig fürs Wachstum und dafür, dass wir Blutzellen bilden können. Es ist außerdem wichtig für die Entwicklung der Geschlechtsorgane und für die Ausbildung der typischen männlichen Geschlechtsmerkmale, wie die Behaarung und die tiefe Stimme. Es fördert außerdem den Muskelaufbau und ist mitverantwortlich für die Samenproduktion. Es steigert außerdem die Libido, also die Lust auf Sex. Und eben deshalb kam Alexander Rhodes nach der Studie zu verschiedenen Schlussfolgerungen. Zum einen meinte er, dass man, wenn man auf Masturbation verzichte und auf Pornos, mehr Lust haben würde, wodurch der Sex wieder besser wird. Er sagte auch, dass man dadurch mehr Energie gewinnen würde, konzentrierter sei und mehr Selbstvertrauen bekäme. Und überhaupt soll man dann mehr Zeit für andere Dinge im Leben haben, was ja irgendwie einleuchtet. So entstand daraufhin die No-Fap-Bewegung. Fap kommt aus dem Englischen und heißt masturbieren. Die Anhänger nennen sich Fapstronauten oder Fapstronautinnen oder Femstronauten. Sie verzichten freiwillig für eine längere Zeit auf Selbstbefriedigung, auf Pornos und teilweise sogar den Höhepunkt beim Geschlechtsverkehr. Je länger man das Ganze schafft, umso mehr Anerkennung bekommt man. Längst ist das Ganze auch nach Deutschland übergeschwappt. Das ist jedoch mit Vorsicht zu genießen, denn einige Fans glauben, dass Pornos und Masturbation zu Erektionsstörungen führen oder sogar zu Impotenz, abhängig machen oder sozial versagen lassen. Hier sollte man aber unterscheiden zwischen häufiger Masturbation und Pornokonsum und mal genauer hinsehen, welche Effekte das wirklich hat. Selbstbefriedigung löst eine ganze Menge in unserem Körper aus. Sie aktiviert unser Herz-Kreislauf-System, verbessert den Schlaf, was wiederum gut fürs Immunsystem ist. Wir sind dadurch entspannter, können Stress abbauen und beim Orgasmus werden Stoffe freigesetzt, wie zum Beispiel Oxytocin und Endorphine. Dadurch werden wir friedfertiger und ausgeglichener. Masturbation kann auch bei Kopfschmerzen helfen und wenn man regelmäßig masturbiert, ist der Testosteronspiegel höher, was wiederum gut ist fürs Erektionsvermögen beim Mann, für die Libido und auch den Muskelaufbau. Des Weiteren wird der Beckenboden trainiert, was gut für die Kontinenz ist und es gibt sogar Hinweise, dass das Risiko Prostatakrebs zu bekommen geringer ist, wenn man häufiger ejakuliert und die Spermienqualität steigt damit. Bisher gibt es auch keine wissenschaftlichen Beweise, dass Masturbation in irgendeiner Weise schädlich für den Körper ist. Sie ist natürlich und sogar wichtig bzw. gesund. Man sollte allerdings hellhörig werden, wenn man Einschränkungen im Alltag dadurch erfährt, wenn die Gedanken ständig darum kreisen, wenn man sich täglich mehrfach selbst befriedigen muss, um sich gut zu fühlen oder wenn man deswegen ein schlechtes Gewissen bekommt.
wenn man zum Beispiel Termine nicht mehr einhalten kann oder den ganzen Tagesablauf danach plant. Dann kann es sein, dass man ein zwanghaftes Verhalten hat. Gleiches gilt für den Konsum von Pornos. Es gibt Menschen, die das schwer kontrollieren können. Hier wird seit langem diskutiert, inwiefern Pornokonsum Einfluss auf unser Verständnis von Sexualität hat, insbesondere bei jungen Menschen. Umfragen nach glauben viele Jugendliche und Männer, dass Pornokonsum einen negativen Einfluss auf ihr Erektionsvermögen hat. Es kann auch durchaus sein, dass durch Pornografie unsere Wahrnehmung verzerrt ist oder unsere Erwartungen so unrealistisch werden, dass wir später Probleme im Bett bekommen oder aber die Reizschwelle immer höher wird. Es gibt aber wiederum Untersuchungen, die gezeigt haben, dass Pornografie keinen Einfluss auf Erektionsstörungen oder aber auf Probleme bei der Lust- oder Orgasmusfähigkeit haben. Das ist also bisher ein sehr umstrittenes Thema. Der NoFap-Auftritt stellt sich mittlerweile immerhin als Selbsthilfeseite dar. Das kann durchaus auch eine Hilfe bieten für Menschen, die Probleme mit dem eigenen Pornokonsum haben oder ein zwanghaftes Verhalten an den Tag legen. Grundsätzlich spricht also nichts gegen NoFap. Es kann durchaus ein Gefühl von Selbstbestimmung vermitteln. Und falls ihr euch Sorgen machen solltet, was mit dem Sperma im Körper passiert, wenn man nicht masturbiert, das wird nach einigen Tagen im Körper abgebaut bzw. resorbiert. Daneben gibt es auch noch die Möglichkeit, dass sich die Geschlechtsdrüsen von selbst entleeren. Da findet ein automatischer Samenerguss statt, der meistens nachts auftritt und den man gar nicht bemerkt. Das nennt man Pollution. Aber wo man mal genauer hinschauen und was man hinterfragen sollte, sind die Werte der NoFap-Community. Die gibt nämlich ähnliche Versprechen, wie es Pornos tun. Nämlich ein Versprechen auf mehr Lust, mehr Muskeln, mehr Potenz, mehr Kraft durch Testosteron und mehr Glück bei den Frauen. Das ist also ganz ähnlich wie in Pornos und damit so ein bisschen scheinheilig. Und außerdem ist es so, dass natürlich der Verzicht auf Masturbation und Pornos keine Garantie bietet für besseren Sex oder auch nicht bedeutet, dass man irgendwelche gesundheitlichen Nachteile hat, wenn man es nicht verfolgt. Die Frage ist also immer, was verspreche ich mir von NoFap? Den tatsächlichen Grund dahinter sollte man erfragen und genau hinsehen, ob nicht irgendwelche Ängste, Sorgen oder Zwänge dahinter stecken. Falls man Probleme mit der Erektionsfähigkeit oder der eigenen Lust hat, kann es auch immer sein, dass das zum Beispiel durch Stress ausgelöst wird, durch Depressionen oder eine körperliche Erkrankung. Und deswegen sollte man immer zum Arzt oder zur Ärztin gehen. Bleibt nur noch zu sagen, es ist definitiv sinnvoll, sich kritisch mit dem eigenen Konsum von Pornos und der Einstellung zu Masturbation auseinanderzusetzen. Aus ärztlicher Sicht spricht jedenfalls nichts gegen Masturbation, sondern vielmehr dafür. Denkt daran, der Besuch bei YouTube ersetzt nicht den Besuch beim Arzt. Das Video dient nur der Information und ersetzt keine Behandlung. Bis zum nächsten Mal, eure Florence.